Guten Tag, mein Name ist Patrick Scheidt, ich bin der Geschäftsführer der Elsevier GmbH und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier in Frankfurt gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Frankfurt zum vierten Male das Symposium Clinical Decision Support ausrichten dürfen. Clinical Decision Support ist ein Thema, das so aktuell ist wie nie zuvor. Die Digitalisierung in Krankenhäusern schreitet voran, sie schreitet nicht schnell genug voran, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Deutschland liegt nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung, die in dieser Woche veröffentlicht wurde, auf Platz 16 von 17 Ländern, wenn es um die Digitalisierung in Krankenhäusern geht. Es besteht also Handlungsbedarf. Eine McKinsey-Studie vom Sommer diesen Jahres zeigt, dass allein durch die Einführung der elektronischen Patientenakte in Krankenhäusern in Deutschland jährlich 9 Milliarden eingespart werden könnten. Worauf warten wir noch? Allerdings, und das zeigen wiederum andere Studien aus den USA, kann bei der Implementierung der elektronischen Patientenakte und der Digitalisierung in Krankenhäusern auch einiges schiefgehen. Es besteht die Gefahr, dass der Nutzer auf der Strecke bleibt. So zeigt eine Studie der Mayo Clinic Proceedings, dass einer der Hauptgründe für Burnout bei Ärzten die Einführung der elektronischen Patientenakte sei. Und warum ist das so? Weil viel zu spät im Prozess der Digitalisierung ein Mehrwert für den Nutzer generiert wird und die Digitalisierung im ersten Schritt mehr Arbeit bedeutet. Clinical Decision Support Anwendungen bieten die Möglichkeit, sehr früh im Prozess der Digitalisierung einen Mehrwert für den Nutzer zu generieren und die Akzeptanz der Digitalisierung und zum Beispiel der Einführung der elektronischen Patientenakte zu steigern. Deshalb ist Clinical Decision Support so wichtig wie nie zuvor.